Grüß Gott, ich bin Dr. Toka. Wir haben eine CT-Aufnahme gemacht von Ihnen und nach dem CT-Aufnahme dreidimensionales Bild, was kann ich jetzt sagen für Sie? Wir haben oben zwei Implantaten geplant, beide Seiten zwei Implantaten. Wenn schon wieder Bild, dann das ist die Nase hier, was sage ich, dann neben die Nase haben wir die Nebenhülle. Eine Seite der Nebenhülle ist geteilt, haben wir eine Wand, eine vordere und einen hinteren Raum haben wir hier, andere Seite ist einräumig. Wenn schon wieder dieses Bild ein bisschen durchsichtig, dann die echten Zähne kann man hier sehen, die rot markierten Zähne haben wir geplant zu entfernen, das brauchen wir nicht. Und dann hinten im Frontzähnen können wir noch beide Seite zwei Implantaten hineinschrauben. Das ist dann der rechte Seite. Erste Implantat wird in dem Kieferknochen. Dort erreichen wir ihre Nebenhülle nicht, aber das hintere Implantat erreicht ihre Nebenhülle und das fast das ganze Körper steht direkt in ihrem Nebenhülle. Beide Seiten sieht das so aus. Hintere Implantaten wird in dem Kieferknochen. Dann müssen wir dann das aufbauen mit Knochenersatzmaterial. Das wird eine offene Nebenhüllebodeninnovation. Wie funktioniert das? Dann können Sie sofort Filme sehen in unserer Webseite oder in diesem Pendrive. Was bekommen Sie jetzt von mir? Dann schauen wir die Unterkieferknochen. Dort haben wir einen Nervkanal. Unterkiefer fehlt auch die sechste Zähne. Dort können wir beide Seiten ein Implantaten hineinschrauben. Was kann dann stark und stabil sein? Die unteren Implantaten können wir ganz einfach implantieren, nur stanzen. Das heißt, ein 3 mm Durchmesser kleines Loch machen durch die Zahnfleisch. Durch dieses Loch kann ich dann das Implantat vorbauen und dann die Implantaten hineinschrauben. Das ganze OP, Oberkiefer, Unterkiefer gleichzeitig dort eine gute Stunde lang. Das können wir dann mit Dämmerschlaf oder einfach mit lokaler Anästhesie auch machen bei Ihnen. Ich warte Ihren Anruf, dann machen wir das gerne im nächsten.